So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Thema heute wäre, nebendran kuschelt die Evelyn rum, nur nicht wundern, falls da irgendwelche Störgeräusche im Hintergrund zu hören sein sollten oder sie irgendwelche Kommentare abgibt. Aber Thema heute jedenfalls das Trangia Kochset. Und zwar wirklich das Kochset, nicht der Brenner per se. Ich habe ja schon wirklich viel zum Brenner per se erzählt und finde ihn auch absolut genial. Und war immer jetzt nicht so überzeugt von dem Kochset an sich. Weil, so wie ich das jetzt hier in der Hand habe, ist das schwer. Das wiegt wirklich ordentlich was, also von leichter Ausrüstung, von Ultralight sowieso nicht und von leicht kann hier auch schon nicht mehr die Rede sein. Das ist also schon, man muss schon wissen, unter welchen Bedingungen man das sinnvollerweise auf eine Tour mitnimmt. Es gibt meiner Meinung nach durchaus sinnvolle Bedingungen, bei denen man das mitnehmen kann. Erstens mal, wenn man nicht alleine ist, ne? Weil da muss man nicht alleine das ganze Set mitschleppen. Man kann da theoretisch auch einen Topf noch daheim lassen, dann ist natürlich noch etwas leichter. Was da hinten im Hintergrund übrigens klirk, klirk, klirk macht, ist sie, die versucht Feuer zu machen. Also mit Steinzeitmethoden, nicht einfach nur so. Ja, sehen wir dann vielleicht eventuell nachher. Ja, aber jedenfalls wiegt das jetzt so alles zusammen, was hier jetzt drin ist, ein Kilo ungefähr, sicherlich. Vielleicht ein bisschen mehr, aber da sind auch noch ein paar Spielereien drin. Man kann solche Topfsets kaufen für so roundabout zwischen 750 und eben tatsächlich fast einem Kilo an Gewicht für das Set, ne? Inklusive der Strippe drumherum, glaube ich, und eben dem, was standardmäßig drin ist. So, jetzt sind solche Trangia-Kochsets inzwischen durchaus nicht mehr unumstritten, also dass die potenziell gut sind und man mit denen potenziell gut kochen kann. Das bestreitet, glaube ich, eigentlich so gut wie niemand, aber die sind halt aus Aluminium. Und wie der ein oder andere schon mitbekommen hat, ist Aluminium ja ganz, ganz furchtbar böse und da wird auf jeden Fall sehr viel diskutiert auf dem Automarkt, inwiefern man denn mit Aluminium jetzt heutzutage noch kochen kann oder auch nicht. Und das würde ich auch gerne über diesem Video oder gleich dann auch mit entsprechend einbauen. Wir machen jetzt also einen Praxisteil. Warum raucht es hier, Schatz? Feuer! Feuer! Ja, noch brennt es nicht, noch raucht es nur. Ja, es raucht aber auch nur. Ich will hier eine Flamme sehen. Warum ist deine Birkenrinde so nass? Das ist Birke. Wie lange hast du die schon rumrennen? Die hebt nicht ewig. Die liegt schon zu lange. Okay. Aber stinkt auch schön, ne? Ja, aber immerhin hat es geraucht. Ist auch heiß. Also, wir merken uns gerade, by the way, Birkenrinde, wenn sie ewig lange rumliegt, brennt sie irgendwann tatsächlich auch nicht mehr besonders gut. Und ansonsten hätte sie jetzt gerade sonst Feuer gemacht. Also für Birkenrinde wirklich erstaunlich schwer entzündlich, was du da hast. Gut, jedenfalls gucken wir jetzt hier einfach spaßeshalber mal rein. Es gibt diese Sets in 26 verschiedenen Ausführungen mit jede Menge verschiedenen Materialien. Erzähle ich gleich noch was dazu. Wir packen es jetzt einfach mal aus und ich stelle Kamera entsprechend. So, also. Zunächst mal, da ist einfach immer diese Strippe hier drum. Die dient natürlich dazu, dass das Ganze nicht auseinanderfliegt, solange man das nicht möchte. Die kann man dann da sehr einfach rausziehen. Ist dann hier einmal durchgefädelt und auf der anderen Seite einmal durchgefädelt und lässt sich dann wirklich einmal rausziehen. Und dann kann man den Topf, das Ganze auch so weit auseinanderbauen. Es gibt einen Deckel, das ist dieser hier. Den gibt es auch in verschiedenen Ausführungen, dazu eben gleich noch etwas mehr. Das ist der große Deckel, der lässt sich auch als Pfanne verwenden. Gut, dann haben wir ein bisschen Innereien, die Evelyn da halt eben drin aufbewahrt. Man hat da also schon noch relativ viel Platz in diesem Set, um dann noch zusätzliche Ausrüstung unterzubringen. Also sein kleines Kochset, also kleines Zubehör zum Kochen, kriegt man problemlos in so einen Trangia noch rein, was ich auch noch ein ganz schönes Feature finde. In diesem Fall haben wir hier ein Schneidebrettchen, das ist glaube ich von Light My Fire, steht drauf, jawohl. Ihren Kaffee, nicht meinen Kaffee. Ihren großartigen Löffel. Sie ist Spork-Verweigererin. Warum genau? Weil die nur auseinanderbrechen. Ja, hallo, das ist ein Titan-Spork, ja, mein toller. Deiner schon, aber ich will nicht mit dem Titan im Topf rumkratzen. Naja, okay, gut, klar. Mit einem Metalllöffel im Topf rumkratzen ist immer so eine Sache. Ja, das ist richtig. Dann gibt es Streichhölzer. Dann gibt es, und das ist jetzt standardmäßig in einem Trangia-Kochset auch drin, die Trangia-Griffzange. Die ist dafür da, um unter anderem diesen Topfdeckel hier eben entsprechend auch als Pfanne verwenden zu können. Funktioniert dann eigentlich wunderbar. Wie gesagt, gibt es in verschiedenen Ausführungen. Es gibt gerade insbesondere den Deckel auch noch mit so einer Teflon-Beschichtung, also auf Teflon-Basis. Dann eignet der sich als Pfanne natürlich noch mal erheblich besser, als er das ganz ohne irgendeine Beschichtung tut.
was auch standardmäßig drin ist, ist der eigentliche Brenner. Der kommt immer mit diesem gelben Säckchen. Hast du das mal abgeschnitten oder ist das nur so klein? Ich habe es mal abgeschnitten, du hast es mal abgefackelt. Ich habe es überhaupt... Stimmt gar. Sie weiß nicht, wovon sie spricht, ignoriert sie. Jedenfalls ist da dieses gelbe Säckchen dabei und dann halt der klassische Trangia-Brenner, bestehend eben aus drei Teilen. Dem eigentlichen Brenner, dem Deckelchen zum Verschluss, den man drauf schließen kann, und den Löschdeckel bzw. Regulator zum Regulieren der Flamme, so halb aufmachen und dann oben drauf werfen. Sieht dann so aus. Und dann hat man halt eine deutlich kleinere Flamme, weil nur noch weniger Öffnungen vorhanden. Funktioniert ganz gut eigentlich. Braucht man nicht so oft, aber hin und wieder dann doch mal. Und dann klappt es wirklich eigentlich meiner Erfahrung nach ziemlich gut mit diesem Löschdeckelchen. Gut, dann gibt es noch an Spezialzeug hier einen Zucker für einen Kaffee. Ein Tütchen mit diversen Gewürzen, die wir neulich bei einer Autobahnraststätte haben mitgehen lassen. Das sind Teebeutel, oder Schatz? Teebeutel. Dann haben wir hier Evelyn Spezialgewürzmischung. Schmeckt so ziemlich allen. Ich habe sie schon an so ziemlich alles reingeschmissen. Das hat immer gut geschmeckt. Was drin ist, verrät sie nicht. Dann haben wir Salz. Wir hatten mal Muskat. Das habe ich neulich aufgefressen. Ja, immer ich bin schuld. Dann haben wir hier irgendwelche Kräuterchen. Schatz, was sind das für Kräuterchen? Ach, du musst schon wieder Feuer machen. Gemischte Basilikum, Oregano, Majoran. Okay. Und wir haben Süßstoff, der ist, glaube ich, auch für den Kaffee. Ja. Kalorienbewusst, ne? So, und dann kommt es jetzt drauf an. Es gibt diese Sets theoretisch auch noch mit Kessel. Dann hätte man jetzt in der Mitte noch ein kleines Kesselchen drin und müsste dann quasi im Kesselchen das Brennerchen in seinem Tütchen aufbewahren, dann hätte man also natürlich weniger Platz für noch zusätzliches Zubehör, was man dann sonst noch im Set transportieren kann. Der Kessel ist natürlich super zum Wasserkochen. Ich persönlich mag ja Kessel sehr gerne. Es geht aber auch relativ flott im Topf, insbesondere wenn man da einen Deckel drauf macht. Jetzt fährt hier gerade einer durch, macht nichts, so laut ist der auch nicht, dass man mich nicht mehr versteht. Standardmäßig besteht so ein Set eben aus einem kleineren Topf, der nur geringfügig kleiner ist als der größere Topf. Die gerade wirklich sehr, sehr passend ineinander passen. Das heißt, also die Volumenunterschiede der beiden Töpfe sind sehr, 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 sehr gering. Das hält sich sehr an Grenzen. Und mit denen kann man halt jeweils nicht parallel arbeiten. Man kann immer nur einen Topf gleichzeitig auf dem Herd haben, sozusagen. Und es gibt halt eben, und das ist fast schon das Kernstück vom Trangia Kochset, den wirklich großen und vergleichsweise massiven Windschutz, den kann man hier so zusammen, ne? Also der hat hier so Nopseln an der Seite. Wo ist mein Finger? Da ist mein Finger. Nein, hier ist mein Finger. So, da hat er so Nopseln, da. So, und hier hat er so Ausbuchtungen, da. Und das kann man jetzt zusammenstecken. Und dann dreht man das ein wenig und dann hebt das auch so, ne? So, und das Ganze kommt jetzt so rum auf den Boden, beziehungsweise dahin, wo man halt kochen möchte. Und jetzt hat man hier oben diesen Ring und diese Dinger. In diesen Ring kommt der Brenner, plupp, fertig. Und diese Teile, wenn man sie reinklappt, man kann die natürlich auch rausklappen, je nachdem, wie man halt eben entsprechend arbeiten möchte. Wenn man die rausklappt, kann man theoretisch hier einen riesengroßen Topf draufstellen. Das geht, ne? Der sitzt dann halt da ganz oben drauf. Klappt man sie hingegen rein oder die Pfanne, richtig. Ne? Die Pfanne passt vom Durchmesser dann da eigentlich relativ gut entsprechend rein und sitzt dann da oben drauf, wie man hier jetzt gerade schön sehen kann. Genau. Und ansonsten klappt man die Teile rein. Und dann kann man halt seine Töpfchen da jeweils so richtig reinstellen. Also einer der großen Vorteile dieses Kochsets ist, dass es halt unumwerfbar ist. Wenn das so auf dem Boden steht, dafür müsste ich jetzt die Kamera ein bisschen umbauen. So, also wenn das ganze Konstrukt dann entsprechend auch am Boden rumsteht, ist es unmöglich. Zoomen wir noch ein wenig raus.
unmöglich, das wirklich umzuwerfen. Also da müsste man schon richtig absichtlich hingehen. Selbst wenn man im Vorbeigehen einmal kurz dagegen tritt, würde es normalerweise nicht umfallen. Man muss sich da also wirklich schon richtig Mühe geben, das umzukippen. Steht also unglaublich sicher. Damit kann hier vom Brenner her auch so gut wie unmöglich was auslaufen. Also die Sicherheit mit dem Ding zu kochen, ist halt enorm hoch. Die Chance, damit einen Waldbrand zu verursachen, wenn man sich nicht ganz doof anstellt, ist auch erheblich niedrig. Und außerdem ist es fast rechtlich nicht, aber zumindest rein optisch, ein geschlossenes System, wenn man jetzt noch den Deckel draufsetzt. Da kommen keine Flammen raus, da sieht man nicht, dass das Ganze kocht. Es entweicht höchstens dann irgendwann ein wenig Wasserdampf, wenn das entsprechende Wasser am Köcheln ist. Also so für diejenigen, die zum Beispiel Angst vom Förster haben, dass er kommt und meckert, wenn sie im Wald ihre entsprechenden Sachen machen. Für die wäre das vielleicht das ideale Kochgeschirr, sofern man überhaupt noch mit einer Flamme kochen möchte. Es gibt ja auch diese chemischen, Dinge erhitzenden Boxen. Aber solange man überhaupt noch mit Feuer heizt, dann ist das hier wirklich die mit Abstand sicherste Variante und die mit Abstand am ehesten von irgendwelchen wichtigen Leuten im Wald akzeptierte Variante. Gut. Und nachdem man das jetzt vorgezeigt habe, wie das aufgebaut ist, können wir es eigentlich im Grunde auch anwerfen. Dann kriegt ihr nämlich nebendran einen Kaffee und freut sich. Und was jetzt wichtig ist, was mir selber zugegebenerweise auch schon mal schief gelaufen ist, ist, wenn man jetzt das hier noch so drin stehen hat. Ne? Jetzt geht man hin und will da seinen Spiritus reinkippen. Und kippt jetzt den Spiritus daneben. Und da geht so einiges möglicherweise daneben entsprechend. Ne? Dann hat man hier ja relativ viel Fläche, wo sich Spiritus sammeln kann. Da sind jetzt wohl zwar so Löcher, klar, da läuft auch einiges runter, aber trotzdem ist der komplette Boden von diesem Windschutz dann entsprechend Spiritus getränkt. Denkt man jetzt, ach ja, die paar Milliliter Spiritus, die ich daneben getrudelt habe, das wird dann schon egal sein und zündet das dann an, dann kann man halt ganz schnell ein halbes Inferno verursachen und ein Viertel Inferno ist mir schon mal passiert. Es hätte aber auch zu einem halben Inferno oder zu einem ganzen Inferno potenziell kommen können. Und wenn man dann halt eben gerade eine hohe Waldbrandgefahr hat, hier ist gerade alles nass, also wir haben wieder mal überhaupt kein Risiko. Wahrscheinlich regnet es nachher sowieso noch. Aber ne, dann kann das schon wirklich potenziell mal kritisch werden. Ich versuche das jetzt mal im Minimaßstab zu simulieren. Also wie gesagt, ich gehe jetzt einfach mal hin und kippe jetzt von hier oben ohne, also sicher wäre das. Sicher wäre rausnehmen, befüllen, reinstellen. Das machen wir jetzt absichtlich nicht, um mal zu demonstrieren, wie man es nicht macht, weil wie man es macht, ist relativ simpel. Ne? So, bisschen was reingekippt. Und jetzt ging mir hier mal ein kleines bisschen was nebendran. Daneben. Es ist wirklich nur ganz wenig, Schatz, keine Angst haben. Es ist nur zu Demonstrationszwecken extra wenig. Sie kriegt schon Panik. Ja, okay, jetzt haben wir. Das ist jetzt wirklich gerade relativ harmlos. Na gut, ich hätte jetzt gehofft, dass es eine etwas größere Flammenbildung gibt. So ein halbes Inferno, damit man da irgendwie jetzt ein schönes Negativbeispiel hergehen kann. Langt nicht ganz. Egal. Gut, dann haben wir das halt. Aber ihr habt verstanden, worum es geht. Das kann potenziell ganz böse ausgehen. Und ich habe da jetzt auch nur ganz wenig Spiritus rein, wie ihr gesehen habt. Vielleicht, wenn ihr euch da auskennt mit den entsprechenden Mengen. Weil dieses Set ist unter den Bedingungen, wie wir das jetzt hier eben entsprechend aufgebaut haben, hocheffizient. Also wirklich hocheffizient. Und eine kleine Menge Wasser kocht da wirklich rucki-zucki drin. Werden wir gleich sehen. Das geht wirklich richtig schnell. So, mehr Wasser brauchen wir, glaube ich, nicht, oder? Guck mal rein. Reicht dir das für einen Kaffee? Mehr als. Gut. Deckel drauf. Und auch wenn wir jetzt wirklich nur ganz wenig Spiritus drin haben, sollte das wirklich sehr, sehr flott funktionieren. Schatz, hast du irgendwas zum Zeitmessen? Dann geben wir gerade noch ein paar Sekunden zu. Prima, danke. Perfekt, Stoppuhr läuft. So, und unser Wasser ist schon heiß. Und das waren jetzt? Bisschen mehr als drei Minuten. Ja, 3 Minuten 15 ungefähr. Also zu diesem Zeitpunkt. Und das ist jetzt sprudelnd kochend. Ne? Man kann es hoffentlich sehen. Ich zoome mal noch ein bisschen ran. Da in der Ecke. Die Ecke, die man jetzt nicht so gut einsehen kann, da sprudelt schon fröhlich vor sich hin. Kann man also doch ganz gut sehen. Der Kocher steht natürlich ein kleines bisschen schräg, deshalb sprudelt es auch nur da auf der Seite, weil der Kocher ganz geringfügig schräg. Aber ein bisschen schräg stehen macht ja auch beim Drangia-Kochset eben entsprechend nichts.
Und wie gesagt, 3 Minuten. Also das ist jetzt nicht viel Wasser, aber die Performance allein mit Spiritus erreicht man wirklich nur im richtigen Kochset und nicht beim Brenner, wenn der einfach so, ne, und ich habe schon noch immer noch zu viel Spiritus genommen. Ich habe da wirklich nur ganz wenig reingekippt, ist immer noch zu viel. So. Yum, 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 yum. Kaffee! Kaffee! Löffel? Das müssen wir vor der Kamera umrühren, Schatz. Ach ja. Die Leute haben noch nie gesehen, wie man einen Kaffee umrührt. Nein, das musst du total in Szene setzen. Das machst. Oho. Das muss man. Stimmt, die Leute haben echt noch nie gesehen, wie ich einen Kaffee umrühre. Das ist ja wirklich Premiere. Faszinierend. Okay, ich reiche weiter. Dankeschön. Bitte schön. Vorsicht, ja, Vorsicht. Ihn, hast du? Ihn, hast du? Ihn. Sie hat. So, ja, also Kaffee wurde überreicht und dann können wir jetzt noch ein bisschen zu den Hintergründen was erzählen. Also, bei diesem Set besteht natürlich der Vorteil in den wirklich hervorragenden Eigenschaften, wie man damit arbeiten kann. Also es ist wirklich ein richtig schönes Küchenset. Man hat 2 Töpfe, ne? Man kann sich eine Soße in einen Topf machen. Man kann sich Nudeln im anderen Topf machen oder Reis oder was auch immer. Ist im Grunde ja völlig Wurst. Also es gibt einfach viele Kochmöglichkeiten und auch eine Pfanne. Und zwar eine große ist halt auch eben entsprechend immer dabei. Gibt dieses Set noch in kleinen, ist es natürlich auch nochmal logischerweise ein bisschen leichter. Das wäre dann für 2 Personen eigentlich auch noch ausreichend. Die dürfen aber halt nicht ganz so viel Hunger haben, weil man in die kleine Topf-Variante schlicht und ergreifend einfach nicht besonders viele Nudeln reinbekommt. So erfahrungsgemäß, wenn der Topf schön voll ist und man ja ordentlich Nudeln köchelt, dann reicht das für uns 2 eigentlich ganz gut. Meistens ist sogar noch ein kleines bisschen was übrig. Ja, also das klappt schon gut. Also für 2 Personen, wenn es wirklich richtig hungrige Personen sind, dann langt das eigentlich normalerweise trotzdem von der Topfgröße her. Und im 2. Topf, wie gesagt, da macht man sich dann halt eben Süßchen, Käse. Käse einschmelzen, Pommes, Schnitzel, Käsefondue. Käsefondue wäre aber, das wäre doch möglich, oder? Ja. Ah, Ben schmiedet Pläne. Also das ist auf jeden Fall, denke ich, einer der großen Vorteile, wirklich die Usability, um es mal in Englisch zu sagen. Wahrscheinlich gibt es das Wort auf Englisch nicht mal so richtig, aber egal. Das ist schon auf jeden Fall ein großer Vorteil. Aber das Set ist halt natürlich eben schwer. Dafür ist der Brennstoffverbrauch durch eben besagten Windschutz hier unglaublich gering. Aber dieser Windschutz, ne, ihr seht ja, was das für ein Klumpen ist, führt natürlich dann auch wieder dazu, dass man den halt mitschleppen muss. Ist so eine situationsabhängige Geschichte. Man ist mit einem schweren Trankia-Kopfset langfristig gesehen trotzdem noch leichter unterwegs, wenn man in einer sehr windigen Region unterwegs ist. Beispielsweise Schweden, ne? Das ist ja ein schwedisches Gerät, und möchte nicht ewig viel Brennspiritus mitschleppen müssen. Hat man eine weniger effiziente Methode, sein Material heiß zu machen, ne? Als mit diesem Windschutz da, dann braucht man halt erheblich mehr Brennspiritus. Wenn man also zum Beispiel nur den Brenner mitnimmt, dürfte sich der Brennstoffverbrauch ungefähr verdreifachen. Die Kochzeit verlängert sich natürlich auch. Der Fairness halber muss man jetzt allerdings noch hinzufügen, dass es wahrscheinlich schon am effizientesten ist, in den allermeisten Fällen mit Gas zu arbeiten, zum Kochen, auf Tour. Gaskartuschen kosten halt ihr Geld, Spiritus nicht. Also für Leute, die da gerne ein bisschen Geld sparen möchten und wirklich ganz viel draußen sind, ist der Trangia, insbesondere das Trangia Kochset, wahrscheinlich die aller mit Abstand günstigste Möglichkeit, draußen zu kochen. Also billiger wird es wirklich nicht mehr, weil, da kommt ja noch erschwerend dazu, dass wenn man einmal so ein Set hier hat, dann ist das nahezu unzerstörbar. Das hebt wirklich ewig und 3 Tage. Ich wüsste nicht, wie es irgendwie möglich sein sollte, so ein Set wirklich kaputt zu bekommen. Allenfalls schafft man es wirklich, sich mal einen Topf zu ruinieren. Das kann man, wenn man wirklich ganz doof anstellt, vielleicht in irgendeiner Form hinkriegen. Aber wirklich das ganze Set verhunzen, sehr unwahrscheinlich. Ich weiß von meinem kleinen Trangia-Brenner, den habe ich jetzt 18 Jahre und der funktioniert noch genauso gut wie vorher. Die heben im Prinzip wirklich ewig. Es gibt auch welche, die noch im Einsatz sind, die sind 40 Jahre und älter.
Also da muss man sich nun wirklich überhaupt keine Sorgen machen. Und dann kann man da auch einmal, selbst für die teure Version von dem Set, sagen wir mal 100 Euro ausgeben, wenn man ein nicht so tolles Angebot erwischt und noch den Kessel dazu haben möchte. Das hebt dann halt wirklich bis in alle Ewigkeit und ist vollständig wartungsfrei. Das kommt ja noch schwerend dazu. Ein Benzinkocher, selbst so ein, der hat halt überhaupt möglich, da kann verrußen, da können einzelne Dichtungsringe zum Beispiel mal abgehen, da muss man die erneuern, da muss man sie mit Silikonfett einreiben und so weiter und so fort. Ein Trangia, da kann gar nichts kaputt gehen. Das Einzige, was ein Verschleißteil ist, wo ist es, ist der Gummiring im Deckel. Das ist das einzige Verschleißteil am Trangia-Kocher und diesen Gummiring gibt es für ganz wenig Geld zum Nachkaufen. Und selbst wenn man jetzt sagt, mein Gummiring ist kaputt, dann ist scheißegal, weil solange man den Kocher nicht im gefüllten Zustand transportiert, sondern den immer nur leer transportiert, dann braucht man den Gummiring hier nämlich überhaupt nicht. Da ist ja dann nichts drin, was auslaufen könnte. Also ein Verschleißteil zwar, aber eins, das noch nicht mal unbedingt notwendig ist. Also der mit Abstand nachhaltigste Kocher, den es gibt, selbst wenn er aus überhaupt nicht nachhaltigem Aluminium ist. Aber wenn man den dann halt wirklich 50 Jahre lang im Einsatz hat, oder sind wir mal übertreiben es mal nicht, sagen wir, wir haben ihn 30 Jahre lang im Einsatz, dann wird er irgendwann zu einem unglaublich nachhaltigen Produkt, weil selbst wenn aus Alu nach 30 Jahren und zwar regelmäßig im Einsatz, relativiert sich das dann irgendwann. Also so gesehen von Ökologie und Nachhaltigkeit her gesehen ist so ein Trangia-Kocher schon eine ganz, ganz feine Sache. Was kann man da noch sonst zu sagen? Ja, dann wäre dann nämlich noch die Sache mit dem Aluminium. Das können wir jetzt noch ein bisschen ansprechen. Aluminium-Kochgeschirr ist ja was viel diskutiert wird in der Outdoor-Welt und inzwischen sind zunehmend viele Leute der Meinung, das sei böse. Gut. Die Sache ist ja die, es gibt, das wissen inzwischen auch die meisten, einzelne Studien, die nachweisen können, dass Aluminium, wenn man es dann irgendwie in den Organismus bekommt, also die meinen nachweisen zu können, wohlgemerkt, es ist nicht wirklich richtig bewiesen, aber es gibt Indizien, die darauf hinweisen, dass Aluminium im Organismus unter anderem Alzheimer auslösen könnte, ist aber hoch umstritten, ob das wirklich so ist. Und es könnte krebserregend sein. Tatsache ist, dass wir aus verschiedenen anderen Organismen wissen, dass eine Einlagerung von Aluminium nicht gesund ist. Pflanzen brauchen das nicht, Tiere brauchen das nicht. Stoffe, die keine physiologischen Nutzen haben, haben normalerweise in Organismen dann auch tatsächlich nichts zu suchen. Es wäre also durchaus besser, keine großen Mengen an Aluminium zu sich zu nehmen, mal völlig unabhängig von den diversen möglicherweise noch nachzuweisenden oder bereits nachgewiesenen negativen Auswirkungen von dem Zeug. Also in großen Mengen ist es mit Sicherheit nicht gesund, mit Sicherheit nicht. Das heißt, am Aluminium Windschutz hier rumschlecken den ganzen Tag, das wäre einfach keine gute Idee. Allein schon aus verschiedenen anderen Gründen. Das sollte man dann schon entsprechend sein lassen. So, soweit herrscht ein gewisser Konsens. Große Mengen Aluminium zu sich nehmen, nicht gut. Aber der Rest der Diskussion um eben die Bösartigkeit von Aluminiumgeschirr, das muss man schon dann nochmal ein bisschen differenzierter betrachten. Erstmal möchte ich nochmal hervorheben, wir wissen nicht, ob Aluminium schädlich ist. Beziehungsweise wie schädlich Aluminium ist. Dass es ein bisschen schädlich ist, ja. Ob es nennenswert schädlich ist, muss Mücken fangen nebenher. Also dass es wirklich richtig was ausmacht, wenn man Aluminium zu sich nimmt und da wirklich dann schwere Schaden davon tragen könnte. Ob das so ist, wissen wir halt eben überhaupt nicht. Aber das große Argument der Aluminiumgegner, das gute Argument muss man auch sagen, das dann in diesem Zusammenhang gerne genannt wird, ja gut, wenn ich es wissen, dann gehe ich doch zusätzlich kein unnötiges Risiko ein und verzichte auf Aluminiumgeschirr und koche mit zum Beispiel Edelstahl auf Gas. Wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Das ist auch völlig in Ordnung, das kann man selbstverständlich so machen. Das hat auch seine Vorteile. In Edelstahlgeschirr kocht sich zum Beispiel sehr gut. Das hat einfach sehr gute Kocheigenschaften, gute Wärmeleiteigenschaften, lässt sich schön wieder sauber machen und so weiter und so fort. Das sind definitiv Vorteile. Nachteil ist, Edelstahl ist so ziemlich das Schwerste, was du mitschleppen kannst in Sachen Kochgeschirr. Die Sache mit dem Titan ist wiederum, das hat eine sehr beschissene Leitfähigkeit, eignet sich also zum Kochen dann wieder relativ schlecht, also relativ schlechte Kocheigenschaften.
Eigenschaften, weil es immer nur da sau heiß wird, wo wirklich die Flamme ansetzt, also da, wo der Brenner quasi drunter steht. Und der Rest vom Topf bleibt vergleichsweise kühl. Das heißt, in der Mitte brennt es an und außen ist es noch kalt, um es mal ganz drastisch auszudrücken. Das kann einem relativ schnell passieren, wenn man mit Titangeschirr entsprechend arbeitet. Ich habe selber schon sehr viel mit Titangeschirr rumhantiert und muss sagen, zum Wasserheiß machen ist das tipptopp. Gibt es nichts Besseres. So, aber jetzt zurück zum Aluminium eben. Das Problem ist jetzt folgendes. Inwiefern ist denn jetzt Aluminiumgeschirr gesundheitsschädlich? Man muss jetzt jedenfalls differenzieren. Aluminium per se gesundheitsschädlich und Aluminiumgeschirr gesundheitsschädlich. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Weil so ein Aluminiumgeschirr besteht ja nicht aus Aluminium, das da relativ leicht abgelöst wird. Das ist also das Erste, was man mal da wissen muss zur Aluminiumdiskussion. Es ist nicht so, dass da regelmäßig Aluminiumpartikel vom Geschirr abgehen, die man dann eben entsprechend abbekommt. Das kann allerdings tatsächlich passieren, und das hat man inzwischen jetzt auch so weit untersucht, wenn man ganz normales Aluminium verwendet. Beim Trangia ist im Regelfall, den gibt es zwar auch noch in anderen Varianten, aber im Regelfall ist beim Trangia dieser komplette Windschutz hier aus stinknormalem Aluminium. Ne? Ohne irgendwelche Aufbereitungen. Und das ist als solches, auch mit der nicht behandelten Oberfläche, tatsächlich relativ leicht angreifbar von Säuren und Laugen und kann, wenn Säuren und Laugen drankommen, kann es dann tatsächlich sein, dass da einzelne Aluminiumatome bzw. Eher Ionen entsprechend vom Aluminiumgeschirr gelöst werden, und wenn man dann da entsprechend was draus isst, dann nimmt man das Aluminium zu sich. Das ist tatsächlich inzwischen soweit nachgewiesen. Was wir eben nicht wissen, ist das super schlimm, ist das ein bisschen schlimm oder ist das überhaupt nicht schlimm? Aber das Argument von wegen, ich will es nicht ausprobieren und hinterher erfahren, dass es ganz, ganz schlimm gewesen ist, weil es jetzt aktuell noch keiner weiß, das kann ich schon gut nachvollziehen. Aber so, jetzt verkauft Trangia zwar auch durchaus Töpfe in stinknormalem Standardaluminium. Und bei denen, wenn man sowas hätte, müsste man jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, okay, aus Gründen der Gesundheitsschädlichkeit verzichte ich darauf, Dinge zuzubereiten, die Säuren oder Laugen enthalten in eben diesen entsprechenden Töpfen. Das heißt, man dürfte sich zum Beispiel keinen Salat drin anmachen mit Essig. Man dürfte sich da drin, wenn dann nur eine sehr milde Tomatensuppe zubereiten, weil auch eine Tomaten enthalten auch ein gewisses Maß an Säure, ist allerdings sehr gering und da müsste man schon enorm konzentriertes Tomatenzeug da reinschmeißen, dass da wirklich eine nennenswerte Säuremenge zusammenkommt, die das Aluminium angreifen könnte. Tatsächlich ist es sogar teilweise so krass, dass man da drin kein Laugengebäck backen dürfte oder auf Aluminiumblechen soll kein Gebäck mehr gebacken werden, weil die Lauge dann halt das Aluminium angreifen kann. Ist in einem Kochtopfchen hier jetzt natürlich nicht so sehr ein Thema. Generell gibt es sehr wenig Lebensmittel, die nennenswert basisch wirken, dass sie jetzt da irgendwie in irgendeiner Form den Topf angreifen könnten. Aber was persönlich für mich vielleicht was ist, worüber ich mal ein bisschen nachdenken muss, beziehungsweise schon getan habe, ist mein beliebter Krümel-Zitronentee, der ja schon relativ sauer schmeckt. Und das kommt halt auch nicht von ungefähr, sondern das ist tatsächlich Säure und die wäre möglicherweise auch schon in der Lage, dann einzelne Aluminiumpartikel aus einem völlig unbehandelten Aluminiumtopf zu lösen. So, das sind so die Dinge, die man beachten muss beim Verwenden eines unbehandelten Aluminiumtopfs. Und man sollte da vielleicht auch nicht allzu sehr mit Metall auf Metall zum Beispiel drin rumkratzen. Das wäre auch nochmal eine schlechte Idee, dann könnte man ebenfalls nochmal Aluminiumpartikel lösen. Das gilt allerdings für jeden Alu-Topf, dass man den natürlich nicht zerkratzen sollte. Auch schon aus kochtechnischen Gründen nicht, weil dann das Zeug besser anklebt und die Bakterien besser drin kleben bleiben in den Ritzen und so weiter und so fort. Aber auch eben der Faktor, es könnte sich Aluminium lösen, spielt dann eine Rolle. Jetzt gibt es aber diese Trangia, insbesondere die Töpfe, in zig verschiedenen Variationen, weil Trangia hat das Aluminiumproblem ja auch mitbekommen. Die sind ja auch nicht völlig doof und haben jetzt diverse Lösungen im Angebot. Lösung Nummer 1, hart anodisiertes Aluminium, das sind diese Töpfe hier. Da hat man quasi das Aluminium sozusagen versiegelt, die Oberfläche.
Da kann sich kein Aluminium mehr lösen, auch nicht, wenn man da mit Säuren drauf hantiert oder sonst was. Jetzt kann man natürlich Angst haben, ja, aber was, wenn doch? Die Mengen, die da dann tatsächlich potenziell abgehen könnten, sind auf jeden Fall so gering, dass nach aktuellem Stand der Forschung nicht mal der Hauch eines Risikos besteht, davon in irgendeiner Form von irgendwas Negativem betroffen zu sein. Jetzt kann man allerdings hingehen und aus meiner Sicht vielleicht ein bisschen übervorsichtig sein und sagen, ja gut, aber der Hauch eines Risikos ist mir schon zu viel, deswegen kommt der Topf auch weg. So. Die zweite Alternative, die es dann eben entsprechend noch gäbe, wäre die sogenannte Non-Stick-Beschichtung. Die haben wir hier jetzt leider nicht. Das ist quasi insbesondere bei den Pfannen beliebt, dass man dann da hingeht und klatscht in die Pfanne sozusagen nochmal eine Teflon-Beschichtung rein. Das ist also schlicht und ergreifend eine Teflon-beschichtete Alufanne, um es einfach auszudrücken. Da bleibt nichts kleben. Die Beschichtung ist sehr langlebig. Sie kann aber natürlich schon kaputt gehen, wenn man da halt mit irgendwelchem Metallgeschirr-Besteck in der Pfanne rumhantiert, mit irgendeinem Metallpfannenwender oder auf die Idee kommt, die Pfanne als Schneidunterlage zu verwenden und da drin seine Zwiebeln zu schnibbeln oder solche Späße. Dann kriegt man dieses Nonstick selbstverständlich kaputt. Und wenn das Nonstick erst mal kaputt ist, kommt darunter das normale, reguläre Aluminium zum Einsatz, das allerdings auch nur dann ein Problem ist, wenn danach halt eben noch mit entsprechenden Säuren gearbeitet wird und dass sich das Nonstick wohl kaum überall lösen wird, sondern nur so an einigen wenigen Stellen mit ein paar Kratzern drin und so weiter und so fort, wäre auch dann die Aluminiummenge, die da gelöst wird, die man abbekommt, wahnsinnig gering. So. Und die dritte Lösung, das ist tatsächlich jetzt diejenige für die Lösung für diejenigen, die sagen, ich will überhaupt gar kein Aluminium abbekommen, will da überhaupt kein Risiko eingehen, besteht aus Durosal, heißt das, glaube ich, oder Duosal, ich weiß es nicht genau. Das ist die Trankia-eigene Legierung aus Aluminium und Edelstahl, bleibt im Vergleich zu Edelstahl rein, noch relativ leicht, weil ich glaube, zu zwei Dritteln besteht dann so ein Topf, eine Pfanne oder was auch immer, aus Alu außen und innen das Innere, ein Drittel der Materialstärke ist tatsächlich Edelstahl. Und das ist halt zusammen legiert als Legierung entsprechend. Das heißt, man kocht nur im Edelstahl. Man kann den Edelstahl auch nicht wegkratzen. Edelstahl ist nahezu unverwüstlich, also den kriegst du nicht weggekratzt. Selbst da müsstest du schon mit irgendwas Härterem als Edelstahl in deinem Topf rumkratzen, um den Edelstahl abzukratzen. Und das wäre zum Beispiel ein Titansborg, mit dem das potenziell dann sogar möglich wäre. Sollte man dann dementsprechend sein lassen und vielleicht auf das gute alte Plastikgeschirr umsteigen, Besteck oder sich einen schönen selbstgeschnitzten Löffel besorgen oder irgendwie sowas in der Richtung oder sich einen klassischen Kochlöffel zum Umrühren nehmen, womit man dann in seinem Essgeschirr wiederum, das ja dann aus einem ganz anderen Material sein kann, hantiert, spielt ja dann wieder keine Rolle fürs Kochgeschirr. Da müssen wir ja da auch nochmal ein bisschen differenzieren. Die Duosal-Variante ist für einen Trangi ja allerdings nochmal ein bisschen schwerer. Wer allerdings sagt, ich möchte gerne ein Kochgeschirr haben, das ewig hält, das traditionell durchaus interessant ist, weil es das halt seit 90 Jahren entsprechend gibt auf dem Markt und einfach dieses durchdachte, zeitlose Design dann entsprechend hat und man mit dem günstigsten aller Brennstoffe, nämlich Spiritus, entsprechend heizen kann und das dann auch noch sehr, 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 sehr effizient. Dann könnte man doch ernsthaft drüber nachdenken, ob man nicht vielleicht ein tragischer Kochset aus Duosal haben möchte. Das Aluminiumproblem wäre damit wirklich vollständig gelöst. So viel Panik, dass man Aluminium nicht anfassen kann oder Aluminium nicht mittragen kann oder sonst wie, sollte wirklich niemand vor dem Zeug haben. Das ist nun wirklich völlige Paranoia, dass man nicht unbedingt aus Aluminiumgeschirr essen möchte, das völlig unbehandelt ist. Das kann ich aktuell nach dem momentanen Stand meiner Recherchen schon nachvollziehen. Ne? Es ist zwar nicht bewiesen, dass das schädlich ist, das Risiko ist aber vorhanden, es weiß schlicht und ergreifend keiner und dann muss man ja auch kein unnötiges Risiko eingehen. Aber Paranoia schieben und jetzt komplett auf Alugeschirr unbedingt in jeder Situation verzichten, ne. Zum Beispiel die Trangia Wasserkessel gibt es zwar auch in hart anodisiertem Aluminium, aber beliebt sind die Trangia Wasserkessel immer noch in klassischem Standardaluminium. Weil was macht man mit einem Wasserkessel? Man kocht Wasser. Kann sich Aluminium ablösen, wenn man Wasser in einem Aluminiumkessel kocht? Nein. Deswegen, ich habe auch einen alten Aluminiumkessel, der ist 40 Jahre alt, habe den immer noch im Einsatz und habe da auch überhaupt keine gesundheitlichen Bedenken, weil ich koche da ja nicht direkt meinen Zitronentee im Kessel, sondern ich gieße den dann auf in irgendeinem anderen Geschirr, aus dem ich dann trinke, eine Tasse oder sowas in der Richtung natürlich.
Und dementsprechend mache ich mir da wirklich überhaupt keine Sorgen, dass mit diesem Kesselchen dann da mal irgendwelche Probleme aufkommen könnten. Solange man wirklich sagt, ich koche immer nur Wasser, ist Aluminiumgeschirr immer noch hervorragend. Solange man sagt, ich möchte nur meine Kartoffeln drin kochen, ist es auch noch völlig in Ordnung. Ach so, und wichtig, am Schluss noch mal eine Sache, die ich nämlich vergessen habe. Auch bei stark gesalzenen Sachen ist das Ablösen von Aluminium theoretisch auch noch möglich. Das müsste aber sehr stark gesalzen sein. Sprich, wenn man sein Essen zum Beispiel kocht, ohne Salz reinzuschmeißen, die Nudeln kochen ohne Salz, das geht auch im Aluminiumtopf problemlos. Man müsste die Nudeln dann halt hinterher eben entsprechend salzen. Der eine oder andere sagt, ja, Nudeln kochen ohne Salz ist unmöglich. Geht aber schon, kann man schon machen. Und das wäre dann zum Beispiel die Lösung im reinen Aluminiumtopf, um seine Nüdelchen zu kochen. So, jetzt regnet es. Das ist toll, weil ich bin sowieso am Kränkeln. Aber ich habe noch eine Regenjacke dabei. Und Schatz, du hast keine Regenjacke. Nein, ich bin aber gesund. Ja gut. Normalerweise würde ich jetzt Gentleman-like meine Regenjacke weiterreichen, aber ich darf nicht. Ich darf nicht. Was schnitzt du da eigentlich? Stock kaputt. Gut, jedenfalls habe ich auch soweit nichts mehr zu sagen. Also, die Aluminium-Paranoia zum gewissen Teil, also was auch von vielen Leuten gerne als Aluminium-Paranoia bezeichnet wird, zum gewissen Teil ist es wohl tatsächlich so, dass man zumindest nachweisen kann, dass unter bestimmten Bedingungen Aluminium wirklich vom Kochgeschirr abgelöst wird. Ja, ob das schlimm ist, muss jeder für sich selber wissen. Beweisen kann man es nicht. Absolut sicher widerlegen kann man es auch nicht, aber das ist halt auch der Methoden der Wissenschaft eben entsprechend geschuldet, dass das generell nicht geht, und demzufolge ist das jetzt so der aktuelle Stand des Wissens. Das Prangia Kochset per se ist auf jeden Fall ein unglaublich guter klassischer Ausrüstungsgegenstand, wie gesagt seit circa 90 Jahren auf dem Markt, mehr oder weniger unverändert, immer noch tipptopp, also wirklich der Klassiker schlechthin. Gerade wenn man auch alte Ausrüstung mag, die seit Jahren unverändert und toll ist, dann muss man dieses Ding eigentlich haben, und ich werde mir auch noch mal ein eigenes zulegen irgendwann. Wir machen ja sowieso meistens zur Zeit zu zweit was, deswegen ist das nicht dringend, aber irgendwann lege ich mir doch durchaus auch noch mal entsprechend ein eigenes Set zu. Gut, das soll es gewesen sein. Mach jetzt gut, wir gucken, dass wir einigermaßen trocken heimkommen. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen im Wald. Nebendran versucht gerade meine bessere Hälfte Feuerchen zu schlagen. Deswegen nicht wundern, wenn es lustige Geräusche nebendran gibt. Sie will auch was zu spielen haben, wenn ich hier schon was zu spielen habe. Ja, was wir streng genommen euch mal zeigen wollten, war hier dieses Ding. Das kennt man sofort. Also wer nicht mit Tomaten auf den Augen in der Outdoor-Welt rumgerannt ist, erkennt es sofort. Das ist natürlich der gute alte Trangia Sturmkocher. Und zwar das eigentliche Set, wie es so tatsächlich mehr oder weniger wirklich völlig ohne Veränderung. Also wir haben das Material ein bisschen geschraubt, seit ich glaube 1925 oder ähnlichem auf dem Markt ist. Und das wollten wir mal einfach ein bisschen vorzeigen. Ich persönlich selber habe ja keins. Ich habe wohl einen kleinen Trangia Brenner. Ich habe aber nicht das ganze Set. Und seit... Ja. Wow! Leg da drauf. Sie hat Feuer gemacht. Oh, man kann es sehen, glaube ich, oder? Boah, jetzt runtergeflogen. Okay, aber sie hat Feuer gemacht. Liegt das jetzt auf mir drauf? Da brenne ich jetzt? Wenn du jetzt noch eine Flamme hinkriegst, bin ich beeindruckt. Müsste ja eigentlich jeden Moment. Wo ist es mit den Pfoten? Naja. Nee, kommt nicht. Kommt nicht. Hätte sie vorher ein bisschen aufrauen sollen, die gute Birkenrinde. Oh, fast. Ist das überhaupt echte Birkenrinde oder nur Schweizer Birkenrinde? Drecksack. Ja.
Okay. Ja. Naja, aber Feuer schlagen, jetzt bin ich zu sehr gezoomt. Feuer schlagen hat sie ja schon mal hinbekommen. Ich bin beeindruckt. Jetzt kann sie mir beibringen, wie das geht. Ich kann das nämlich nicht. also beziehungsweise ich habe es noch nie gemacht. Ich habe wohl so einen Feuerstahl, also so ein Schlageisen. Mein scheint aber irgendwie billig zu sein. Ich habe da, egal was für einen guten Stein ich dazu nehme, egal was für wirklich als guter Stein ausgewiesenen Stein ich dazu nehme, ich kriege mit dem Ding nicht einen einzigen Funken zustande. Mit ihrem habe ich es schon geschafft. Also, naja, das... Kannst du kurz dein Portemonnaie haben, Schatz? Du darfst ganz kurz mal... Habt ihr das gehört? Ich will nur ein Messer haben. Und deine Kreditkarte. Ist gut. Da sind höchstens 100 Euro drauf auf besagter Kredit. Egal. Da. Schatz, wenn du ein Messer willst, warum willst du dann meinen Geldbeutel? Ich habe logischerweise auch ein anderes Messer dabei. Oh, weil ich mich damit in die Finger hau. Ah. Das ist ein total sicheres Messer, das irritiert. Ja, da haben wir Verbandsmaterial dabei im Zweifelsfall.